Schönen guten Morgen zu Tag 3 von unserer Bulli-Tour. Hier am Edersee und um den Edersee herum. Wir hatten wieder eine gute Nacht. Heute ohne Frost. Im Auto selber waren so 14 Grad. Die Nacht hat Marvin vergessen, die Schiebetür ganz zuzumachen. Jetzt haben wir nur noch 9, aber ist nicht dramatisch, war angenehm. Jetzt bin ich gerade raus heute Morgen und habe gesehen, hier direkt vor uns, ich zoome mal ein kleines Stück ran. Ich hoffe, das geht bei den Lichtverhältnissen schon. Dort sieht man schon die Rehe stehen. Ich würde sagen, die sind so 100 Meter vor uns. Der Specht im Wald ist schon am Nageln. Und ansonsten haben sich die Nacht hier noch einige zu uns gesellt. Davor waren wir alleine hier. Jetzt nicht mehr. Aber trotzdem ein super Plätzchen zum Übernachten. Also kann ich jedem empfehlen. Gut, jetzt gibt's erstmal Kaffee. Habe ich schon gesagt, heute ist 5:45. Eine Stunde länger geschlafen als sonst. Ob hier der Architekt wohl irgendwas falsch gemacht hat? Wir sind hier gerade die Straße entlang und haben dieses Objekt gesehen und wollen da gleich auf jeden Fall mal rein. Das Blöde ist, sie machen erst in 1,5 Stunden oder 2 Stunden auf, also um 10. Wir haben gerade, glaube ich, 8 Uhr gehabt. Aber ich glaube, das sollte man sich nicht entgehen lassen. Cool gemacht. Selbst die Schubkarren hängen da oben, die Stühle. Auto falsch rum eingepackt. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, oder? Auch wenn man hier einmal so rumgeht, man sieht echt immer wieder Sachen, wo man nur schmunzeln kann. Die Fahrräder da oben, die Mülltonne. Also da haben sie sich echt was Gutes einfallen lassen. Einzigster Fehler ist, dass an der Haustür die Schrift richtig rum ist. Aber sei verziehen. Hier vorne ist das Kassenhäuschen und auch das ist im Grunde so gemacht worden wie das Haupthaus. Alles ein bisschen einfacher gehalten, aber toll. Eine echt gute Idee. Ja, da wollen wir auf jeden Fall reingehen, sobald die aufhaben. Was wir jetzt noch die Zeit machen, bis dahin mal schauen. Ja, wir sind jetzt im Haus. Im Haus selber ist es ein bisschen dunkler gerade. Aber wir gehen einfach mal so mit euch durch. Ich hoffe, das ist alles gut zu erkennen. Hier hätte ich vielleicht die Actioncam mitnehmen sollen. Aber es ist echt klasse gemacht. Alles so ein bisschen verwinkelt. Selbst das Aquarium steht Kopf. Der Arbeitsplatz. Echt gut. Bloß bei den Flaschen, da hätte ich ein Problem. Wie soll man denn da gescheit was rauskriegen? Sehr spaßig. Der Spiegel an der Decke, der Elch über mir. Gehen wir mal die Treppe hoch. Also dadurch, dass das Haus an sich eine Neigung hat in eine Richtung, hat man auch beim Treppe hochgehen irgendwie so ein Gefühl, man wird nach hinten kippen. Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Die Toilette ist gut. Könnte unangenehm werden, aber
Auch hier das Badezimmer. Astrein. Also die Idee ist wirklich sehr gut. Ich möchte mal gerade testen. Das ist auch richtig Emaille. Also das ist nicht irgendwie so Plastik alles. Ja, sauber ist es auch. Entschuldigt, dass ich so lache, aber es ist echt gut. Ja, das, was man aus Kinderzimmern kennt, wäre eigentlich ganz witzig, ne? Wenn die Kiddies abends ihre Klamotten in die Ecke schmeißen, dass sie es morgens von der Decke holen müssten. Dann würde sich das vielleicht mal ändern. Kennen wir ja alle, die Kinder haben. Super. Ich weiß nicht, ob es da noch mehr von in Deutschland gibt, aber diese Häuser haben echt was. Auch die Küche, hier die Sachen alle. Oh, im Backofen das Fleisch. Der Notausgang, wo man nicht Kopf stehen muss. Sehr schön. Aber der Teddy ist das Beste. Sieht irgendwie aus wie so eine, weiß ich nicht, eine Leiche aus irgendeinem schlechten CSI-Film. Aber sehr schön. Gut, das war es im Haus schon soweit. Wir gucken uns jetzt noch ein paar Details an vielleicht. Und dann melden wir uns später nochmal. Jo Leute, für heute sollte es das gewesen sein. Unser Edersee-Besuch neigt sich dem Ende. Morgen beginnt die Schule wieder, deswegen muss ich halt mit dem Marvin zurück. Sonst könnten wir da ruhig noch ein paar Tage bleiben. Ich werde morgen einmal zu unserem Schrauber fahren, in meine Hof- und Hauswerkstatt, sage ich mal. Ich habe leider einen großen Nagel im Reifen hinten. Oder eine Metallkrampe, ich bin mir nicht ganz sicher. Und schau mal, ob der das vielleicht noch vulkanisieren kann oder ob ich neue Reifen brauche. Und werde dann voraussichtlich Montag oder Dienstag weiterfahren zur nächsten Tour, wo ich dann auch wieder ein bisschen filmen werde, um euch das zu zeigen. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.